Brandenburg Traffic Ryanair 374, Vegeta runway 25 left. Leipzig Air 2013, copy, thank you. Ground. No, wrong frequency. Ja, willkommen zusammen hier im Microsoft Flight Simulator 2020 im Cockpit unserer Boeing 737-800. Wir sind live auf Wettsim bei wunderschönem, echten, simulierten Wetter. Ich hoffe, es hört gleich auf zu regnen, bevor wir loskommen. Falls ihr es nicht erkennt, wir stehen hier gerade in Luxemburg am Boden und fliegen heute nach Berlin für Leipzig Air. Ich würde euch das ja Ganze auch hier von draußen gern zeigen, aber hinter mir dieser kleine Jet, der da lang rollt, ist so unfassbar laut, dass ich das lieber lasse und im Cockpit bleibe, wo wir ein bisschen angenehmes Regentrippeln auf der Scheibe haben. Ja, so ist das doch angenehm. Ja, wie gesagt, wir sind live auf Wettsim. Es ist nicht so wahnsinnig viel los bisher. Wir haben hier Langradar online, mit dem wir wahrscheinlich Kontakt haben. Und jetzt gerade ist auch in Berlin Controller online. Mal gucken, ob der noch online ist, wenn wir da ankommen, weil der ist seit über 6 Stunden online. Ich denke mal, seine Schicht geht bald zu Ende. Ansonsten Flugzeit ca. 90 Minuten und ich habe noch nichts weiter angefasst, außer unsere Beladung. Also Passagiere sind alle an Bord, Treibstoff ist drin. Wir können also einfach ganz gemütlich loslegen. So, wir fangen hier oben an. Batterien. War das die falsche Batterie? Ja, mit Schubhebel. Der springt immer aus Versehen auf volle Stellung, sobald ich hier kurz in Option war. Von daher nicht irritieren lassen. So, Ground Power kann auch an. Und hier oben das ARDS oder IRS, wie es hier heißt. An, External Lights. Boah, Logo kann an. Position Light kann auf Steady. Mehr brauchen wir gerade nicht. Die Fuel Pumps gehen an. So, ich glaube, der Center Tank ist leer, weil wir brauchen nicht besonders viel Sprit. Wir haben gerade mal 60 Passagiere an Bord, also irgendwie nur ein Drittel voll. Das brauchen wir also alles nicht. Dann können wir die APU schon mal starten. Die APU Start. Während die sich warm läuft, schalten wir hier schon mal den Yaw Damper an. Emergency Lights armed. Passenger Signs on Hydraulic Pumps sind hier. Die kommen an. Window Heat ist hier oben, die ganze Schalterreihe. An. Das sieht gut aus. Rope Heat ist auf Auto, das passt auch. Das hier können wir mal abdecken. Dann. Was habe ich hier nächstes auf meiner Liste? APU Generator. Ja, die APU läuft. Falsche Richtung. Jawohl, External Power kann aus. Und wir können dann hier der Ground Crew auch gerne sagen. War das hier? Ground Services, Wheel Shocks removen, alles an Equipment wegfahren. So, Air Conditioning. APU Bleed an. Air Conditioning an. So, Landing Pressure. Wir werden heute steigen auf 35.000 Fuß, wenn es gut läuft. Und Landing Altitude in Berlin wird sein 156 Fuß.
Passt. So, bevor ich jetzt das FMS programmiere, zeige ich euch einmal kurz die Route im Überblick, wo es heute lang gehen wird. Also wir sind hier in Luxemburg. Wir werden jetzt hier beim Flughafen gleich einen Pushback machen, zu Piste 2.4 rüberrollen und starten über die Asmox 4 Zulu Departure. Also die Route hier, nichts Besonderes, kriegt der Autopilot hin. Gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten für uns. Die endet hier kurz vor der deutschen Grenze. Asmox ist hier schon hinter der Grenze, so wie ich das sehe. Und da fängt dann auch schon der deutsche Luftraum an. Ich denke, von hier aus wird dann langer Radar uns übernehmen. Mal gucken, ob wir eine Abkürzung kriegen hier. Und dann führt uns die Route über Frankfurt hinweg. Frankfurt am Main Richtung Nordosten. Über Erfurt hinweg. Vorbei an Leipzig, hier bis nach Berlin. Da werden wir südlich von Berlin ankommen und dann hier so ein Zickzack fliegen, wahrscheinlich abgekürzt, wenn Approach Controller online ist. Und dann, also hier ist die Karte dafür, hier kommen wir an in Klaasdorf. Und wenn Controller uns das zulässt, dann werden wir hier von Klaasdorf aus direkt zur Piste 25 links. Muss ich gerade mal gucken. Was habe ich hier eingerechnet? Klaasdorf 25 links. Genau, wir kommen da bei Xanem an. Da bei Xanem kommen wir an, wenn es gut läuft. Genau. Und dann landen wir in Berlin. Piste 25 links. Werden dann hier wahrscheinlich irgendwo zum Stehen kommen. Und hier zum Apron rollen und parken, je nachdem, was wir da zugewiesen bekommen. Das ist der Plan für heute. Mal gucken, ob wir ihn so in die Tat umsetzen können. Wir fangen hier mal an. Gehen ins FMC. So, das GPS ist sich fast einig. Ich nehme mal das linke. Da habe ich mehr Vertrauen zu. Zack. Dann Route. Wir starten heute in Echo Lima Lima X-Ray. Und fliegen nach Echo Delta Delta Bravo Berlin. Wir sind Leipzig Air 2013. Und dann brauchen wir eine Departure. Wir starten Runway 24. Asmox 4 Zulu Departure stimmt. Und wir kommen an. ILS 25 Left. Über, wie hieß das jetzt? Klaasdorf 25 links. Genau, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann fehlen uns aber noch ein paar Schritte dazwischen. Und zwar von Asmox nehmen wir Yankee 891 bis Ropuff. Ropuff. Dann Lima 607 bis Ubidu. Ubidu. Nee. Richtung Ubidu. Nicht Do. Du. Dann Lima 984 bis Bombi. Bombi. Dann Uniform Zulu 728 bis Masek. Und zu guter Letzt, dann haben wir es nämlich auch gleich schon, Tango 278 bis Klaasdorf. Und dann haben wir es. Zack, zack. Wir gucken mal in die Lex, ob wir hier irgendwo eine Lücke drin haben.
Nö, sieht gut aus. Können wir mitarbeiten. Habe ich noch was vergessen? Lasst mich kurz nachdenken. Ich glaube nichts, was die Route angeht. Dann kommen wir zum Performance Init. So. Fuel Reserves. Fuel Reserves haben wir 1,3 Tonnen. Kostindex 30. Und den Rest müsste er selber rausfinden. Jawohl. So, wir fliegen heute auf Flight Level 350. Wir haben ein Cruising Wind von 314, 72 Knoten. Das ist so ein ordentlicher Seitenwind, ist leichter Rückenwind für uns. Hat sich gerade die Kurve verlängert. ja, Transition Altitude weiß ich nicht genau, wird aber nicht 18.000 sein. Okay. Hier brauchen wir erstmal nichts weiter. Dann N1 Limit. Wir werden so tun, als wären draußen 70 zusätzliche Grad. Und starten mit Flaps 5. Auch schön niedrige Geschwindigkeiten. Naja, wie gesagt, wir sind extrem leicht tatsächlich. Okay, das hier sollte er automatisch hinkriegen. Trim ist 4,56. Ja, so in etwa. Bisschen Nase runtergetrimmt. Wir sind etwas hecklastig anscheinend. Genau, und dann brauche ich hier noch irgendwo den Climb-Button da. Okay, Speed Restriction 250, das passt. Gut, dann Altimeter. Ich lasse das mal den Simulator regeln. 1023. Dann MCP. Wir können direkt durchsteigen. Mal gucken, wir werden wahrscheinlich irgendwo zwischendurch einen Stopp machen müssen, wenn wir mit langem Radar in Kontakt kommen. So, der Rest passt, glaube ich. Geschwindigkeit stellen wir, meine ich, immer auf. Muss ich gerade gucken, das war der falsche. Take off. V2 ist 132, da rechnen wir nochmal 15 drauf. Sind 147. Okay. Radios. Unicom 1-2-2-Decimal-8 und danach switchen wir nirgendwo hin, weil gerade alle offline gegangen sind. Gut. Milano ist online. Na naja, gut. Dann wird es wirklich entspannt. Squawk stelle ich auf 2200. Wir sind unkontrollierter IFA-Flug. Das ist an. So, dann wäre jetzt irgendwie eine IFR-Clearance ganz schön. Gibt es keine, brauchen wir nicht. Alles klar. Sind wir bereit für Push and Start? Ich guck mal kurz. Jetzt ist hier auch niemand weiter zu sehen. Gut, dann planen wir mal unseren Pushback. Irgendwie hier. Können wir uns ja nicht den ganzen Weg zurückpushen lassen. Pushen uns mal hierhin zurück. Den Rest regeln wir dann selber. Okay.
glaube, wir haben's. Dann Anti-Collision Light. On. Air Condition. Können wir das schon mal closen und ausschalten. Und sind bereit für Engine Start. Cockpit to ground. Starte noch mein Tracking hier vom Flug. Die Range stelle ich noch ein Stück runter. Hätte ein bisschen Hintergrundbeleuchtung wäre ganz nett. Beleuchtung. Okay, Sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Suche ich jedes Mal. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. Yep. Und hier unten? We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please. Nur so ein bisschen. Reicht mir ja schon. Parking brake released. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. Okay, rechtes Triebwerk zuerst. Falsche Richtung gestellt. Baller. So, und haben wir auch einen Scheibenwischer? Oha. Ja, das kann ich auch sein lassen. Ah, und Treibstoff. Ach, vergesse ich immer. 737. Dann läuft der Triebwerk auch gleich viel besser an. Mit ein bisschen Sprit. Ich hoffe, ihr habt kein extra Geld für einen Fensterplatz heute ausgegeben. Das Wetter sieht so bescheiden aus. Ich denke, man wird nur Wolken von oben sehen. Aber mal gucken. Da ist der Starter fertig. Dann kann das nächste. Läuft an. Ja, sofort. Bei 20% N2 kommt der Treibstoff dazu. Wir setzen unsere Parkbremse. Soll man nicht so ungeduldig sein. Ground. Startup is complete. You may disconnect. Roger. Good engine start. Clear to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Danke. Tschüss, tschüss. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. So, hier können wir den Generator schon mal anschalten. Generator an. APU kann aus. Klimaanlage kann wieder an. Hier oben auch noch mal ein bisschen Licht anmachen. Okay. Dann fehlt nur noch Taxi Lights und los geht's. Taxi Lights. Bremse gelöst. Und wir rollern mal los. Hier irgendwo nach rechts müssen wir, glaube ich, erstmal. Wir stehen, glaube ich, hier direkt. Also rollen wir einfach ganz nach rechts und dann nach links und dann passt das. Warum? Aha. Wollte schon sagen, warum rollen wir nicht los? Klappen können wir schon mal auf 5 setzen. Haben wir 5?
Skala ist so schwer lesbar von hier. So, und dann hier einmal links abbiegen. Und immer der Nase nach, wenn ich das richtig sehe. Jo. Guti. Dann, was fehlt uns noch? Autobrakes auf Reject Takeoff. Haben wir. Dann fehlen uns nur noch die Lichter. Spoiler sind disarmed. Jawohl. Ja. Ich frage mich, warum wir so langsam rollen bei so viel Schub. Ob ich hier irgendwas verpasst habe. Meine Bremsen irgendwie hängen? Kann das sein? Ich glaube ja nicht. Mal gucken. Ich hoffe, das wird sich gleich im Flug geben, weil so ist das ein bisschen seltsam. Ja, Abend. Mir das perfekte Flugwetter ausgesucht. Und ich glaube, meine Bremsen klemmen. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären, warum wir hier nicht vorankommen. Mal gucken. Kann auch sein, dass es bergauf geht, aber das. Man weiß es nicht. Also zwischen Anfang und Ende der Startbahn sind 100 Fuß. 30 Meter? Ja, es geht leicht bergauf. Aber jetzt nicht. Naja, wohl 30 Meter? Also ja, es geht leicht bergauf, aber vielleicht. Also nicht so stark, dass ich hier so viel Schub geben muss. Hätte ich gedacht. Naja, wir gehen es ja gemütlich an. Da wird ein bisschen gefunkt. Für uns ist aber weiterhin keiner zuständig. Wir haben alle gesehen, dass wir kommen und haben beschlossen, wir machen Feierabend. Wir rollen aber einfach mal direkt auf die Piste. Landing Lights. Rope Lights. Komm schon. Und dann sind wir sogar schon ready for takeoff. So, ich nehme mal den bisschen Schwung, was wir haben, gleich mit. Takeoff Thrust. Z, ich habe hier irgendwas vergessen. Flight Director und Auto Throttle müssen wir haben. Dann geht's auch los. Yep, checked. Auch gecheckt. Na komm, Nase hoch. Ja, ab. CBS.
Wir haben die Nase ein bisschen sehr doll hoch. Na, das passt doch. Auto. Das war der falsche Schalter. Nicht erschrecken. Ich wollte den Autopiloten anschalten. Enough. Enough. Klappen können rein. Aber er kann auf neutral. Ah, ich weiß nicht. Schön war der nicht, der Start. Aber wir sind in der Luft. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, ich bin immer noch keine Routine in der 737. Da fehlt es mir immer noch an ein paar Starts und Landungen. So, die Taxi Lights können wir schon mal ausschalten. Die brauchen wir gerade nicht mehr. Ja. Und da sind wir unterwegs. Lassen das verregnete Luxemburg hinter uns, um später im wahrscheinlich genauso verregneten Berlin zu landen. Wir haben in Berlin mehr Wind. Wir haben hier heute gerade mal 9 Knoten gehabt. In Berlin haben wir, glaube ich, 17, habe ich gesehen. Mal gucken. Den Luftdruck können wir umstellen, das ist absolut korrekt. Da hat das auch umgestellt, passt. So. Kurz auf die Karte gucken, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja. Und mal gucken, wann ein langer Radar uns anpingt, dass wir uns melden sollen. Sonst melden wir uns spätestens bei Asmox. Und da haben wir die Regenwolken hinter uns gelassen, 10.000 Fuß. Landing Lights können off. Die Anschnallzeichen lasse ich aber noch an. Mal gucken. Ja, wir fliegen noch ein bisschen zickzack. Wenn die Route ein bisschen gerader ist. Ja, da oben ist noch ein Kollege. Schöne Grüße. Ich erzähle was von langem Radar, der ist doch gar nicht online, oder? Nee. Dann wird's eh ruhig. Wohin war er online? Deswegen war ich gerade selber ein bisschen verwirrt. Nö, dann können wir uns ja einfach zurücklehnen. Ja, also gerade wenn ein paar Wolken da sind, so wie hier, wenn jetzt noch ein bisschen mehr Abenddämmerung oder Morgengrauen wäre, dann zaubert der echt schöne Bilder. Kann man nichts sagen. Ach ja, Kinders. Ich hoffe, ihr hattet heute alle einen entspannten Arbeitstag oder vielleicht sogar noch Urlaub in der ersten Woche. Bei mir hat das Jahr direkt am 2., das Arbeitsjahr direkt wieder am 2. Januar angefangen. Deswegen gönne ich mir heute mal einen entspannten Feierabendflug.
Wir haben jetzt schon 34 Knoten Seitenwind. Nimmt hier schon so langsam zu. Ich weiß gar nicht, wie weit haben wir es überhaupt insgesamt? Ich glaube 400 Meilen oder so. Das war nicht so wahnsinnig weit. Ja. 418 Meilen jetzt noch. Also, ja. Stunde, Stunde 15 mit Landung sollten wir da sein. Ja, der Sonne entgegen in den Sonnenuntergang. Kann man mal machen. So, wir machen, schalten mal hier den Bankengel runter und dann können wir auch die Anschnallzeichen ausschalten. Erinnert mich nachher bitte nur dran, dass ich es wieder einschalte. Oder also den Bankengel erhöhe, sonst wird es ein bisschen kritisch bei der Landung. Ja, ich sehe gerade, wir sind jetzt gerade in die Reichweite gekommen. Berlin Approach ist noch online. Habe ich mich gerade verklickt? Ne, ja. Bremen Radar. South Arrival ist genau der, den ich brauche. Mal gucken, wie das ausschaut, wenn wir da sind. Es gibt viele, viele Videos. Gerade zur 737 ist extrem populärer Flieger über alle Simulatoren hinweg. Also ich habe jetzt leider gerade kein konkretes, was ich dir empfehlen kann. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut und dann das Handbuch tatsächlich zur Hand genommen und mich da so ein bisschen durchgekämpft. Viele Sachen nur überflogen, weil es mich nicht so interessiert fürs Simulatorfliegen. Aber ja, das ist es im Wesen. Das Einzige, womit ich halt immer noch so ein bisschen kämpfe, ist der Autopilot. Aber alles andere funktioniert schon ganz gut. Beim Autopiloten bin ich halt Airbus gewöhnt. Weil auf dem Airbus habe ich, weiß ich nicht, 200 oder so Flugstunden. Hier in der 737-5 oder so. Oder 10. Da bin ich jedes Mal noch am überlegen, welcher Modus muss ich jetzt. Wieso macht er dies, wieso macht er das? Da müsste ich mich wahrscheinlich eigentlich noch mal mit dem Handbuch hinsetzen. Aber ansonsten kommt das auch einfach mit der Zeit. Wie gesagt, ein bisschen Routine reinkriegen. Aber das dauert. Das dauert. Und wir sind jetzt auch schon über Deutschland, meine ich. Wo sind wir denn überhaupt? Genau, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg Richtung Koblenz und werden dann in nicht allzu ferner Zukunft Frankfurt überfliegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Sound ist ungewöhnlich laut. Naja, ich bin an einen Lautstärkeregler gekommen irgendwann. Hat gerade jemand Sorge gehabt, dass sie kollidieren. Aber sie haben sich anscheinend passiert. Ohne Zwischenfall. Ja, hier haben wir sogar bisschen besseres Wetter, so wie es aussieht. Ja, für euch ist es wahrscheinlich okay.
Aber, also die Lautstärke, die ihr hört, ist nicht die gleiche, die ich höre. Weil wenn ich es bei mir lauter drehe, wird es bei euch nicht automatisch lauter. Ja, also A320 Fly-by-Wire, das ist auch der, mit dem ich überhaupt den Einstieg ins IFA-Fliegen gemacht habe. Und wie gesagt, die allermeisten Flüge. Ich habe dann irgendwann später ist dann der CRJ dazugekommen, den ich auch immer noch sehr gerne fliege. Wenn man den CRJ fliegt, kommt einem auch sofort das FMS irgendwie bekannt vor. Da ist vieles sehr ähnlich. Und dann habe ich mir die Mad Dog zugelegt. Das war so bisher der größte Fehlkauf im Flugsimulator für mich. Ist ein cooler Flieger. Ich mag den Retro-Charme. Ich stehe auf analoge Anzeigen, aber zumindest bei mir absolute Performance-Fresser. Keine Ahnung, was da schief läuft, aber wenn es gut läuft, kriege ich da 15 bis 20 Frames raus. Und es wird, je länger der Flug dauert, desto schlimmer wird's. Von daher fliege ich den zurzeit nicht mehr. Ich gucke mal, wenn ein Update rauskommt, ob da noch mal eine Info kommt von wegen hier, wir haben Performance-Probleme gefixt, aber es kann auch sein, dass es nur mich trifft. Ja, und deswegen ist es dann hier die 737 geworden. Als Alternative zum Airbus. Ich liebäugle immer noch, mir damit noch einen anderen Kurzstreckenflieger zuzulegen. Oder Regionaljet. Jetzt ist ja der E-Jet rausgekommen oder kommt jetzt nächste Tage hier. Der Embraer 175 ist das, glaube ich. Ansonsten gibt es noch hier den Jumbolino, den, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Irgendwas Professional 146, so mit vier Triebwerken, auch ein bisschen Retro-Charme. Und Fokker irgendwas kommt noch raus. Oder ist rausgekommen. Ich glaube, kommt noch. Da hätte ich nämlich noch mal eine Alternative zum CRJ. Ja. Also die beste Performance habe ich tatsächlich auch im Airbus. Im A320 von Fly-by-Wire. Die 737 hier ist auch in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich kann damit fliegen. Es könnte besser sein. Mal gucken. Und CRJ ist auch gut. Aber ich glaube, das liegt auch viel daran, wie viel da im Hintergrund tatsächlich passiert. Der CRJ ist ja nicht so bis zur kleinsten Schraube durchsimuliert. Da passiert einfach im Hintergrund weniger als hier. Oder in der Mad Dog, die ja wirklich Study Level hat, zumindest sich das auf die Fahne schreibt. Deswegen mal gucken. Ja, die Boeing, die 777, das doch, kommt die nicht mit dem Flight Simulator sogar? Oder hatten wir da nur die 747? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ah ja, okay. Nee, ja, da die 747 habe ich auch ein paar Flüge mitgemacht. Auch diese Salty-Mod runtergeladen, die es realistischer machen soll. Ist aber für mich, er ist halt groß, aber sonst ist der Flieger irgendwie nicht, weiß ich nicht, ich persönlich verbinde damit nicht viel. Die 777 weiß ich gar nicht. Gibt's da eine gute Payware oder hast du da was, kannst du da was empfehlen? So, wir kommen jetzt hier unter uns, vor uns, bei den ganzen Wolken, irgendwo da müsste Frankfurt sein.
Frankfurt ja eigentlich. Letztens wurden Statistiken gepostet hier ins Forum von Wetzim. Da stand dann, Frankfurt ist, glaube Platz 1 der wenigstens der europäischen Flughäfen. Ich weiß gar nicht, ob nicht sogar weltweit der Flughäfen, was Starts und Landungen auf Wetzim angeht. Also wenn ihr irgendwo einen Einstieg haben wollt in Wetzim, macht einen Bogen um Frankfurt. Da ist immer die Hölle los. Dafür ist aber auch ständig jemand online tatsächlich. Also ja. Ja, PMDG, wenn die an der 777 arbeiten, ja. Für mich ist so ein bisschen. Also die müsste sich von der 737 schon krass unterscheiden, was so das Cockpit angeht und die Systeme. Das muss schon ein deutlich anderes Gefühl sein. Dann würde ich dem vielleicht auch eine Chance geben. Hä? Die Wolken haben gerade irgendwie komisch ausgesehen. Ja, Dortmund ist aber auch zumindest IFA nicht der leichteste Flughafen. Ich habe mir sagen lassen, der hat eine kurze Piste, irgendwie nur 1000, 1700 Meter. Also ist jetzt nicht so, dass man da in arge Schwierigkeiten kommt, aber ist kürzer als viele andere. Ich glaube, Berlin hat 4000 oder so, ne? Ist mir jetzt doppelt so lang, meine ich. Ja, 4000 Meter. Da ist in Dortmund die Piste zu Ende, da habe ich in Berlin gerade mal den dritten Taxiway erreicht. Noch nicht mal den ersten Ausfahrt erreicht. Ja, mit dem A320 geht das. Mit dem A320 geht das. So. Na, guck mal, da haben wir sogar Blick auf Frankfurt gerade. Ich meine, genau hier, so wo der Bogen ist, da müsste das sein, oder? Na doch, hier ist der Bogen. Da ist der Bogen. Ein bisschen davor ist das Zentrum. Also irgendwo hier. Da ist der Flughafen. Erinnerungsfoto. Kann ich direkt so in die Werbeabteilung von Leipzig ergeben. Und wir drehen dann hier nach Frankfurt auch Richtung Nordwesten. Gerade Berlin Approach 126.425. Ich weiß gar nicht, wo mein Top of Descent ist, ehrlich gesagt. Haben wir den schon im Blick irgendwo? Da, ganz hinten erst. Und dauert noch 160 Meilen. Was ich gesagt, Heck 126.425. Ich bin ja jemand, ich lausche schon immer ganz gern rein, damit ich so ein bisschen weiß, was mich erwartet, ob da viel los ist oder nicht, ob ich den Controller gut verstehe oder nicht. Ne, ich glaube, das ist die falsche Frequenz.
kann man alles im Photoshop richten. Oh, guck mal, hier fliegen wir gerade eine richtig schöne Kurve. Können wir mal so richtig die Aussicht genießen. Auf Frankfurt von oben. Ja, ist auch gut für die Stimmung. Das Descending Flight Level 100, Lufthansa 4 Tango. Ja, wir haben in Berlin auch einen Turm online. Und Ground weiß ich nicht. Kann sein, dass wir noch zu weit weg sind. Berlin Approach, schönen guten Abend, Lufthansa, Correction, Eurowings, 2 Mike Tango, Flight Level 330, Info Charlie on board. Wings 2 Mike Tango, hallo, identify Charlie, correct for 25 left, Correction 25 right, and descend Flight Level 100. 25 right and descending Flight Level 100, Eurowings, 2 Mike Tango. Lufthansa 668, heading descend 4000 feet, QNH 1018. Lufthansa 668, Bradson heading, descend to 4000 feet and QNH 1018. Ach ja. Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen, aber dann haben die mich hier so vollgelabert, dass es mir glatt entfallen ist. Naja. Ich habe 6 Meter, kann auf die 10 Mile Final Auto voran mit 5 Meter, aber es geht aus. Was? Radio check? Ja, ich hör's. Approach Lufthansa T-Golf Nana Yankee inbound Vibes Flight Level 210. Lufthansa T-Golf Nana, Train Rider Moin, Information Charlie, Event Expect, alles Approach 25 right to decent Flight Level 100. Expect ILS Runway 25, decent Flight Level 100. Lufthansa Trigolf Nana Juliet. Negative. Trigolf Nana Juliet, Profit direkt Delta Bravo 14. Hat nicht mal gesagt ILS 25 left oder right. Naja. Lufthansa Nana Correction Trigolf Nana Juliet, Profit direkt Delta Bravo 433. Proceed Delta Bravo. Sorry, can you repeat? 433. 433. Delta Bravo 433, Lufthansa Tri-Golf Nana Yankee. Delta Bravo 433 ist wahrscheinlich von der anderen Seite. Ich bringe 2 Mike Tango Descent with 2500 feet per minute or more. 2500 feet or greater, Lufthansa Correction Eurowings 2 Mike Tango. Lufthansa Correction Eurowings ist nicht sein eigentliches Callsign, glaube ich. Da hat der Kollege vor kurzem die Firma gewechselt. Greater, Lufthansa Trigolf Nana Yankee Juliet, I have not this waypoint in my flight plan. Ja, ich kann ja auch sagen, warum der denn es nicht in seinem Flight plan hat. Das ist nämlich hier, diese Geschichte, das ist so ein deutsches Ding, das habe ich woanders noch nicht gesehen. Wir haben hier diese RNF oder diese Transition. Und hier sind die Wegpunkte 461, 462, 463, bla bla bla, wird immer größer, bis 467. Und die meisten FMS haben hier einfach nur den ersten Punkt, 461, 461 und 467, weil das ist eine gerade Linie, da brauche ich nichts rumwursteln.
Da kommt dann immer, kann es dann gerne mal kommen, dass man die Anweisung kriegt, hier Delta, direkt Delta Bravo 464. Da guckt man seinen Flugplan, habe ich nicht. Da bin ich, ich weiß nicht, wie oft ich da schon drüber gestolpert bin, bis mir das mal, bis ich das im Forum, hat das mal zufällig einer erklärt, dass man das halt, wie das funktioniert mit diesen Nummern, dass sie sich da halt auf Entfernung vergrößern und wenn man näher ranfliegt, verkleinern. Na, hier haben wir nämlich das gleiche Spielchen. Ich habe jetzt hier in meinem FMS nur 461, 467, 457, vermute ich mal. Genau. Und dann ist Xanen hier schon das Ende. Deswegen ist super wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, wo die Punkte so wenigstens in etwa sind. Und es ist super wichtig, dass man weiß, wie man ein Direct-To eingibt in seinem Flieger, ohne dass man das Direct-To im Flugplan hat. Und genau weil das so wichtig ist, weiß ich das in der 737 auch nicht. ich glaube, ich... Moment, ich krieg's raus. Nee, müsste schon bei Lex sein, irgendwie. Wo ist der 2545? Der Direktseite. 1018, descend 4000 feet, with 2545. Ja. Das ist 668, if you read, score cadent. Ich meine, in der 737 war das... Das ist der Trigolf 9er Juliet, turn right, heading 100. Genau, dass man den Punkt als ersten hier reinkopiert und überschreibt. Turn right 100. Da gibt's keine Direct-Seite, das wäre ja viel zu einfach. Nein, nein, ich tue jetzt. Also ich kann das mal eben ausprobieren hier Richtung... Lufthansa 668, if you read, score cadent. Ne, also wenn ich TAMEP direkt will, gebe ich das hier oben rein. Genau, und dann kann ich das überschreiben. Oder eben Delta Bravo 434 oder so. Und danach ist alles kaputt. Ja. Aber so funktioniert es. Das ist das Direct-To in der 737. Delta Bravo 433 and say again, please. Expect 5000 feet over the waypoint. And expecting 5000 over the waypoint. Eurowings to make tango. Lufthansa 668 Bremen. Das ist das für right? Oder für welchen Approach ist 434? Da wurde ich angepunkt. Okay. Das hier war. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. EDMMO 133575. München Radar. Good evening. Lufthansa 3Foxtrot Tango. Inbound Rutno on flight level 360. Lufthansa 3Foxtrot Tango, hallo, München Radar Contact, Squawk 2061. Squawk 2061, Lufthansa 3Foxtrot Tango. Lot 2 Echo Charlie, proceed to BAL 2. Proceeding to BAL 2, what? 2 Echo Charlie. Land 604, proceed to Gasca. Proceed to Gasca, KLM 604. München Radar, hallo, Leipzig Air 2013, Flight Level 350, inbound TAMEP. Leipzig Air 2013, hallo, Radar Contact, Squawk 1000, proceed to RODAC. Squawk 1000 and direct RODAC, Leipzig Air 2013. KLM 604, stop squawking ident. RODAC. Albert Charlie, KLM 604. Negative, stop squawking ident, thank you. RODAC. Copy that. Und München Radar, and 9 Alpha Lima, we're in a bit of a turbulence at 3-0, can we get lower? And 9 Alpha Lima, what is your requested level? Well, I think we can do it 360. And 9 Alpha Lima, descend flight level 360. Descend 360, and 9 Alpha Lima, thank you. Da hat München Radar gehört, dass ich nicht weiß, wie ein Direct-To funktioniert.
und hat einfach mal direkt beschlossen, mir da mal ein Direct zuzugeben. Right, let me check on that again. Now it's stopped. Lufthansa 3 Foxtrot Tango, Squawk 2062. Ich weiß gar nicht, wo hier. Ach, da ist der Ident-Button. Squawk 2062, ja. Lufthansa 3 Foxtrot Tango. Ring 63 Whiskey Foxtrot, Langen ist offline, Monitor Bond 2. Das ja, genau. Übung macht den Meister. Genica, mal Ring 63 Whiskey Foxtrot. Vielen Dank, schönen Abend. 14 Minuten, jetzt kommen wir nicht mehr über Erfurt vorbei und auch nicht mehr so richtig schön über Leipzig, sondern fliegen hier mittendurch zwischen Magdeburg und Leipzig, um hier nach Rudak zu kommen. Ich denke mal, da wird er mich dann abgeben an Approach. Das ist in guten 80 Meilen. Kurz davor ist schon unser Top of Descent. Also kriegen wir wahrscheinlich auch noch eine Descent-Anweisung davor. Ja. Descent. Wir können noch ein paar Winde eingeben für unseren Descent. So, habe ich nämlich hier in meinem Simbrief-Flugplan stehen. Irgendwo. Da. So, wir sind bei 35.000 bei Flight Level 300. Haben wir 320 Grad, 89 Knoten. Das erscheint mir ganz schön viel. Genau, wir haben auch 82 jetzt schon. Dr. Echo Charlie, Praha's offline, Monitor 1-2, Decimal 8, goodbye. 1-2, Decimal 8, Dr. Echo Charlie, thank you so much, bye-bye. 2176 Knoten. Und zu guter Letzt auf 10.000 Fuß 31039 Knoten. Check. So, aktuelles Wetter für die Landung. 13 Knoten Wind. Mal gucken. Gute Sicht, aber Wolken auf 2500 und 3600 Fuß. Ich glaube, das müsste hier auch im ATIS stehen. Da habe ich das nämlich gerade her. Gibt kein ATIS mehr. Gibt es noch einen Approach? Gibt kein Approach mehr. Ah, gut. Damit hat sich das auch gerade alles zerschlagen. Ach ja. Das ist die schöne Wetzenwelt. Man plant so, ja, in 10 Minuten, da kontaktiere ich den. Ja, nee, doch nicht. Dann kontaktiert, wird man von einem anderen kontaktiert. Ja gut, aber danach bei dem. Nee, dann geht der einfach offline. Kann sich echt nur überraschen lassen. In welchen Bereich covert denn hier der gute Münchenradar? Nördliches EDDM, also bis nach Leipzig hoch, Erfurt, Dresden, passt. Das heißt, wahrscheinlich hinter Leipzig irgendwo wird er mich dann abgeben. Irgendwas gehen lassen. Ja, wahrscheinlich kurz vor Rudak, kurz bevor wir anfangen zu sinken. Mal gucken. Jo, danke, dass du dabei warst und mach dir noch einen schönen Abend. Bei mir blinkt hier gerade eine Fuel-Low-Warnung. Warum? Wir haben noch 1,5 Tonnen links und rechts und brauchen knapp eine Tonne pro Stunde aktuell. Da sind wir eigentlich auf der guten Seite. Brauche ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich 10% oder so. Ich habe hier nämlich das Velocity One Yoke und der hat hier so eine Fuel-Warn-Lampe. Die geht irgendwann an und irgendwann fängt sie an zu blinken. Ich glaube, jetzt bei so 10% Rest blinkt sie. Bei 20 oder so geht sie schon mal an. Ich habe aber auch eine Batteriewarnungslampe, obwohl das, glaube ich, völlig in Ordnung ist. Ist zumindest nichts, wo irgendwie 00 auftaucht, plötzlich unerwartet.
Nö. Ah, was ich noch machen kann, wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Da habe ich das Execute vergessen. Hier in die Einstellungen kann man nämlich irgendwo sagen. Ich glaube hier in irgendeiner der zahllosen Seiten. Bei wie viel Entfernung zum Boden er ein Callout machen soll. Nee, das ist. Minton Radio Center, 9 Alpha Lima, I'm sorry, but the clouds went down on us again. Can we get 340? Can 9 Alpha Lima return flight level 340? Descend 340, thank you. Nee. Hier? Nee. Hier? Leipziger 2013, descend flight level 200, 2000 feet per minute upgrade. Descend flight level 200, 2000 feet per minute or greater, Leipzig R2013. Gut. 200. Nee. Level change. Mal gucken, ob wir da hinkommen mit 2000 Operator. Jo, passt. So, zurück in mein Optionsmenü hier. So, 2500, 1500. Und dann Alpha Lima, Langen ist offline, Monitor 1 to 2, das ist late, goodbye. 1 to 2, das ist late, goodbye. 300, 150, 40. Ja, g'day, Ryanair 374 with you 50310. 400 brauche ich nicht. Ryanair 374, hallo, Radar Contact, proceed to Rudak. Proceed to Rudak, Ryanair 374. Oh. Da hätte ich nämlich noch gern ein paar mehr Callouts gehabt. Okay. So, vor uns wird das Wetter tatsächlich besser. Ich habe eine ziemlich große Wolkenlücke hier. Ja, in der Nähe von Leipzig. Links Magdeburg, rechts Leipzig, nicht allzu weit weg. Sorry.
Da musste ich mich gerade ein bisschen strecken, um kurz auf dem Handy zu antworten. Nur mal gucken. Haben wir danach jemanden, der für mich zuständig ist? Approach nicht, wenn dann Tower. 118.8 und auch kein Ground online. Kein ATIS online. Naja, ich kann den Tower ja schon mal eindrehen. Während wir jetzt hier gleich auf Flight Level 200 ankommen. Da wir kein Approach online haben, werde ich hier mal das Hin und Her der Transition gar nicht fliegen, sondern wir werden nach Klaasdorf direkt nach Xanim fliegen. Gab es eigentlich eine Transition zur Auswahl? Mal eben. Klein 604, Langen ist offline, Monitor Unicom, goodbye. Monitor Unicom, Monitor, that's my scan up 604. Transition. KLF. Hatte trotzdem 481, 471. Nee, das ist doch da. 481, 471, 461. Dann Xani und dann wieder zurück zu KLF. Nee, das passt nicht. Das passt so nicht. Arrival. 25 left, 25 left. Keine Transition. Leipziger 2013, Berlin ist offline, Monitor 1-2-8, ciao. 1-2-2-8 vor Leipzig Air 2013, danke für den Service, schönen Abend, tschüss. Schönen Abend. So, ich schalte schon mal den Tower rein. Golf unter Tree, Golf Angel, you need to close your microphone please when you stop talking. You missed now Victor Charlie, taxi via Victor 2 to gate Bravo 03. Und dann kürzen wir hier ab. Gate Bravo 03, Lufthansa Tree Golf 20. Tree Golf Nana Juliet. Also von. Also wings to Mike Tango, taxi via Papa 2, Charlie, hold short. EB 461 direkt nach Papa 2 und Charlie, holding short, Victor 3, Euro wings to Mike Tango. Golf 103 Golf, Nana Juliet, you missed Bravo 03, taxi now to Gate Bravo 12 via Victor 2. DB. Hier 61. Nordic 61 Charlie, wind 300, degrees 11 up, runway 25 right, clear for takeoff. 25 right, clear for takeoff, Nordic 61 Charlie. So, machen wir das mal eben übersprungen. Noch mehr Leute gleichzeitig sprechen, bitte. Two stations, our wings to Mike Tango, second please. Our wings to Mike Tango, just for information, wind on touchdown was 270 with 1-2 knots. Our wings to Mike Tango, roger, my meter indicates 300 at 1-1, I will check that again. Wir gucken nochmal kurz auf Wetzby, wie viele da so im Anflug sind. Nicht, dass wir die Party crashen. Berlin Tower, Lufthansa 4 Tango. Nur ich anscheinend. Delta Bravo 471, 4000 feet. Outside of my aspect, call me when established on the ILS. Break all wings to my Tango, taxi to gate Bravo 02 via Victor 3, Victor Charlie. Bravo 02 via Victor 3 and Victor Charlie. Euro. Der ist noch vor mir dran. Danke für den Service, schönen Abend noch. Ebenso, tschüss. Und dann komme ich
Und dann war es das anscheinend. Okay. Sollte ja klappen dann. So, wir sind jetzt gleich auf dem Gleitpfad. Nordic 6 von Charlie, Monitor Unicom, goodbye. Oh, Unicom, thank you very much, Nordic 6 von Charlie. Wir müssen runter auf 3000 Fuß. Stuttgart-Turm, Delta Echo Mike, Papa, Papa. Was, Stuttgart-Turm? Delta Echo Mike, Papa, Stuttgart-Turm, hallo. What? Delta Echo Mike Papa Papa, Cessna 172 am Parkplatz der allgemeinen Luftfahrt Nummer 3. VFR Platz unten würde ich gerne machen. RP die Rollen. Hä? Delta Echo Mike Papa Papa, Verstand den aktiv bis 25, Kuna 1024, Squawk 703. Bin ich auf der falschen Frequenz? 118,8? Der Cessna bei den Tower ist closing, Monitor, ich bin gekommen, Gott sei. So viel dazu. Squawk 703, QNH 1024, Runway 25, Delta, Echo Mike, Papa Papa. Delta Papa Papa, korrekt, freuen Sie zum Rollen. Da ist wieder mal Stuttgart-Turm auf der gleichen Frequenz wie Berlin-Turm und wir waren in so einer Position, dass wir beide empfangen. Dann ist das schon mal ein bisschen verwirrend. So, jetzt passt es aber von der Höhe, so wie es aussieht. Vertikale Gleitfahrt. Luftdruck könnten wir auch schon mal einstellen. Ich habe nur keine Ahnung, was der Luftdruck ist. Luftdruck 1017, sagt mein Briefing. Haben wir. Dann müssen wir gleich noch ein bisschen schneller sinken. Wir haben es doch schon gar nicht mehr weit. Angeblich. Wo sind wir denn hier so? Ja, gucke ich nicht mehr weit. Okay, dann können wir ja schon mal die Anschneidzeichen wieder anschalten. Und dann. Ja. Sachen für den Approach vorbereiten. Wir werden ankommen, Piste 25 links. Das ist ein Kurs von 245 Grad. Und das ILS hat eine Frequenz von 109,5. 109,5 schalten wir hier auch rein, 109,5 und 245 Grad. Okay. Alles andere, wenn wir ein bisschen dichter dran sind. Bisschen hier die grüne Banane im Auge behalten. Drag required, jawohl. Speed Brakes. Wir müssen nämlich auch ein bisschen abbremsen. 250 Knoten unter 10.000 Fuß.
So, links von uns ist jetzt Berlin zu sehen, theoretisch. Habe ich hier eigentlich eine Höhenbegrenzung? 4000 Fuß. Ja, da bin ich locker drüber. Immer noch Drag required? Nee. Jetzt passt's. Fuß, Landelichter gehen an. Und ich schalte auch schon mal die Taxi-Lights an, weil die vergesse ich sonst immer ganz gerne. So, die Autobrake können wir schon mal setzen, da reicht uns aber ein kleines Setting, 1 reicht. Das war nur der falsche Regler. Oh, den hätte ich mal ausschalten sollen, ne? Altimeter haben wir gesetzt. Die nächsten Schritte kommen, wenn wir tatsächlich hier am Deceleration Point angekommen sind. Ich sehe gerade bei DB471 müssen wir auf über 6000 Fuß sein, maximal 220 Knoten. Da müssen wir noch ein bisschen abbremsen. Müsste jetzt gleich, wenn wir hier den Wegpunkt passiert haben, müsste der ja gleich abbremsen wollen. Ne, kurz davor hat er einen Deceleration-Punkt. Weiß aber nicht, ob der ausreicht. Da sind wir wieder an den Wolken. Mir gefällt nicht, dass die Banane da so weit hinten ist. Und die Geschwindigkeit passt mir auch gerade nicht. Mal gucken, er müsste jetzt bei 6000 Fuß aber noch, müssen wir kurz halten, bis wir bei DB471 vorbei sind. Dann sind es 3000 Füße, die wir brauchen, ne? Ja. Okay, wir können weiter sinken.
runter auf 3000. Gucken, dass die Banane hier irgendwo noch vor der Kurve auf jeden Fall landet. Passt das für mich? Kurzer Blick Richtung Königs Wusterhausen. Meine alte Heimat hier im Fenster. Aber ich muss mich ein bisschen auf die Landung konzentrieren. Ich kann da nicht lange Ausschau halten. So, wir müssen auf jeden Fall langsamer werden. Wir sind ein bisschen sehr schnell. Und wir hätten gerne hier 40 Grad sind 120 Knoten plus 5 sind 125. Mal zusehen, dass wir das hier noch gebremst kriegen. Da ist gerade einer, da ist einer noch vor uns irgendwo. Sehen aber nicht. Moment, wir gucken mal ganz kurz auf Letzter. Traffic, U-Wings, 249er, pushing back position, Bravo 14. Ja, da ist einer vor uns irgendwo. Aber der sollte noch vor uns landen. So, wir fahren Klappen aus. Und Linkskurve Richtung Runway, da ist er in Sicht. Okay, Fahrwerk. Wir wollen auch 127 plus 5 sind 132. So sollte das passen. Approach Mode. Aber ich habe doch den richtigen eingestellt. Ground Spoilers sind noch ausgefahren gewesen. Das ist natürlich doof. Und da hängt der Simulator. Aha, jetzt macht das auch alles viel mehr Sinn. Also 127, 132 Knoten. Und wir sind komplett am Gleitpfad vorbei. Gut, Missed Approach. Climb on Runway Track, 3000 Fuß. Sind wir at 06 East of BBI, also Runway Track ist 245. Dann können wir das Fahrwerk auch wieder einfahren. Das haben wir ja gut hingekriegt. Keine Ahnung, was da gerade alles schiefgelaufen ist.
Gut. Beim Runway Track bis 3000 Fuß at 06 East of BBI. Das ist da, drehen wir Richtung Klaasdorf zurück. Das ist ein Kurs von 161. Habe ich den ILS irgendwie falsch drin gehabt? 109,5. Für 5 Grad. Naja, sieht alles richtig aus. Keine Ahnung, was uns hier das jetzt verrissen hat. Naja, sehen wir mal Berlin von oben. Machen wir mal einen tiefen Überflug, warum nicht? Dann treffe ich übrigens zu von einer Taxi in Runway 25 Left bei Victor 2 Bravo und Mike 8. So, dann drehen wir mal auf Kurs. Regler. One ist eigentlich der Kurs. So, inbound to KLF VOR, climb to 4000. Machen wir mal. Ach ja, damit werden wir auf jeden Fall zu spät kommen. Es gibt wieder ordentlich Minuspunkte. Dafür haben die Passagiere ein bisschen Zeit ziehen. Ist auch schön. Das sollte mir eigentlich ein paar Bonuspunkte geben, wenn die Passagiere sehr zufrieden sind. Die stört das bestimmt nicht so sehr, dass sie ihre Bahn verpassen, wenn sie dafür hier einen tollen Ausblick haben. Ob ich das jetzt noch mal eingeben kann. Arrival ILS 25 left über KLF 25 und nach, also wir können auf jeden Fall schon mal in LNF fliegen dann. Und nach DB 471, nach DB 461 gehen wir nach Xanem. Berlin Traffic, your wings 249 are taking off on right 25 left. Voilà. Okay.
Haben wir also noch mal ein Stückchen, was wir fliegen müssen? Traffic Berlin, Tango Oscar Romeo 2137, Taxi via Bravo, Mike 8 to Runway 25 left. So, machen wir ein bisschen langsamer für die Kurve hier. Und wenn wir es uns aussuchen können, dann mal gucken, zu welchem Stand wir überhaupt rollen. Also wir rollen dann über Alpha. Na, nehmen hier irgendein Bravo, würde ich sagen. Irgendein schön. Über Alpha und Victor 2. So. Also, neuer Anlauf. Over haben wir geschafft, können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Dann gucken wir nochmal. Also Speed Break ist armed. Auto Break ist set. ILS ist eingestellt, richtig. Hatte ich jetzt schon fünfmal kontrolliert. Und Speed ist Re-Rev plus 5, was wir gleich einstellen wollen. So, bei 30 Grad 126 plus 5 sind 131 Knoten. Wir müssen nochmal 1000 Fuß sinken gleich. Berlin Traffic, Tango Oscar Romeo at holding point, runway 25 left. Sorry. Da wurde sich schon beschwert, dass ich doch gerade gelandet sein müsste, warum ich denn noch nicht fertig bin. Ja, ja. So, und ich glaube, mein Problem war, bei Xanen hier fängt halt schon direkt der Glide-Slope an. Deswegen werde ich mal versuchen, dass wir hier nicht ganz so steil reindrehen. Vielleicht nehmen wir uns hier noch einen anderen Wegpunkt als Krücke. EB452 vielleicht. DB452. An der Stelle.
Und dann kann er nicht. Also mach mal DB452 und dann. Random got traffic Ryanair 374 about 23 miles out from our 25 left to land. Ui. Random got. Da hinten der da. Dränge ich mich davor? Nein, tue ich nicht. Okay, ich reihe mich hinter dem mal ein. Und dahinter noch was? Nee. Dann fliegen wir hier kurz den Kurs lang, also 065 Grad, bis wir an dem vorbei sind. Richtung. Was hätte ich jetzt nicht für Lotsen gegeben, meine Güte. Dann wäre das alles einfacher geworden. So. Gucken, ob ich den schon sehe. Weit ist er ja nicht entfernt. Oder? Doch über 20 Meilen. Nee. Dann fliegen wir das hier doch. Ne, der kommt da. Okay. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich mich ja doch vordrängeln, aber so weit ist er dann doch nicht entfernt. Zum Glück haben wir ein bisschen extra Sprit mitgebracht. Da haben wir auch noch ordentlich an Bord. Müsste jetzt irgendwo links von mir sein. Also sehen tue ich ihn nicht. Ich bin hier nur auf dem Radar. Berlin Traffic, Ryanair, are you still on approach? Ja, ist er. Dann drehen wir jetzt mal 90 Grad links und reihen uns dahinter ein. Der ist jetzt 5 Meilen entfernt, wenn ich das hier richtig interpretiere. Und wir haben schon Verspätung. Berlin Traffic, Tango Oscar Romeo 2137, departing runway 25 left. Oh, das wird aber knapp. Dann gebt mal Gas. Wir machen schon mal langsamer. Damit wir hier maximal entspannt gleich ankommen. Siebzehn Meilen. Landelichter haben wir noch an. Habe ich einen Localizer? Haben wir. Dann mal bitte Approach Mode. So, mal gucken, was die sich da vor uns gleich auskaspern. Wir sind noch 15 Meilen bei 10.
Spätestens werde ich dann auch nochmal abbremsen. Habe ich schon gesagt, dass ich mir jetzt einen Controller wünschen würde? Brandenburg Traffic, Ryanair 374 on final runway 25 left, 7 miles out to land, Brandenburg. Berlin Traffic, Tango Oscar Romeo 2137 airborne. So, der hat gesagt 7 miles out, wir sind 12 Meilen, das ist ganz schön dolle knapp, wir machen mal langsamer. Klappen. Fahrwerk. Eine Stufe können wir die Klappen noch. Spoilers sind armed. Boah, ich hoffe, ich muss ihn nochmal durchstarten. Der ist nur 5 Meilen vor mir. Berlin Traffic, Leipzig Air 2013 on 10 mile final ILS runway 25 left. I have traffic in front of me inside and have reduced to minimum approach speed. We got that, thanks. Und ich hoffe, der gibt da ein bisschen Gas und kommt noch von der Piste runter. Bevor wir nochmal durchstarten, 30 Knoten Seitenwind sind auch schön, die sollten aber nochmal dramatisch abnehmen. Ich nochmal halbieren, bevor wir unten ankommen. Was sagt dir das ATIS? Knoten angeblich nur. Na, mal gucken, ob das passt. Ich hoffe, der setzt jetzt auf und lässt schön zügig ausrollen und verschwindet dann rechts von der Piste. Ich befürchte aber, wir müssen nochmal durchstarten. Er ist jetzt, glaube ich, über der Piste. Sehen nicht mehr. Dann ganz am Ende. Ich hoffe, er sagt Bescheid, wenn er den Runway vacated hat. Sehen nicht.
Und ist er weg oder ist er nicht weg? Das ist die Frage, ne? Random traffic Ryanair 374, Vegeta runway 25 left. Leipzig Air 2013, copy, thank you. Ground. No, wrong frequency. Okay. Berlin traffic, Lufthansa 114, ATC Neo, 25 miles south of the airport for Islet approach on your team. Oh, die Winde haben sich tatsächlich dramatisch reduziert. 13 Knoten, 14 Knoten. Sind ein bisschen böig. Aber wir sind jetzt committed. 500 Fuß. Autopilot aus. Komm ein bisschen flach rein. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, hier die Flügellevel zu halten. Da war eine Windböe. Retard. Uiuiui. Ui, ui. Reverse. Ne, Taxiway habe ich noch. Doch, den kriegen wir noch. Da ist der Ryanair-Flieger. Schöne Grüße. So. Lass mich hier einmal kurz von der Piste verschwinden. So, Spoilers retracted. Klappen eingefahren. Victor 1. Taxi to stand Delta 18 by Alpha and Victor 1. Mike 5 haben wir, glaube ich, vacated. Berlin Ground, hello, Leipzig Air 2013, vacated runway 25 left via Mike 5. Leipzig Air 2013, Berlin Apron, welcome to Berlin. Continue taxi via Romeo Alpha, hot short, Victor 1. Taxi via Romeo Alpha, hot short, Victor 1, Leipzig Air 2013. Okay. Da ist Romeo, Alpha ist hier direkt rechts. So, die APU können wir starten. 013, do you have any gate preferences? I take the most beautiful one, please. Leipzig Air 2013. Affirmative, Leipzig Air 2013. Für mich nur das schönste Gate. Ich hätte das nehmen sollen, wo das Bier am nächsten ist. Okay. So, die Landing Lights haben wir aus. Taxi Lights haben wir an. Strobe Lights müssen wir noch umschalten. Die APU haben wir ready, falls wir es brauchen. Ich glaube eigentlich nicht. Doch, wir haben ja External Power, funktioniert ja hier anders als im Airbus. Wir haben einen Master Caution. Wieso? No V-Speed.
Das ist okay für mich. Landing Altitude passt vielleicht auch nicht. So, Hold Short, Victor One ist nicht hier, sondern der nächste. Da. Das heißt, wir kommen dann hier zum Stehen und dann mal gucken, wo es lang geht für uns. Taxi ihn hier, der Ryanair vor uns hinterher, der sich extra für uns so beeilt hat. Ah, ich glaube, da ist der Master Caution, weil unser Fuel low ist. Leipzig Air to 013, Taxi to Gate, Charlie 04, via Alpha, Victor 2 and Echo. Taxi to Gate, Charlie 04, via Alpha, Victor 2, Echo, Leipzig Air 2013. So, Victor 2 ist dann also nicht die erste, sondern die zweite Kreuzung, dann Echo und dann Charlie 04. Bisschen Abstand halten hier zum Kollegen vor uns. Ich weiß nämlich nicht, ich habe nicht gehört, wo der hin will. Aber ich glaube, wir kommen uns da nicht in die Quere. So, hier ist Victor One. Hier ist Victor Two. So, hier rechts ist Bravo. Hier die nächste, das müsste Echo sein, steht da auch. Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3. Und die 4. Und dann werden wir hier mal irgendwo anhalten. Irgendwo so, mittendrin passt die Parkbremse. Die Generators schalten wir um auf die APU. Und dann können die Triebwerke aus. APU Bleed. Oh, ich kann es vergessen auszuschalten. Ist on. Und die Anschnallzeichen dürfen auch aus.
Die Taxi-Lights dürfen aus. Und das Anti-Collision-Light kann aus. Das Licht kann aus. Alle Lichter aus, die wir nicht brauchen. Ach ja. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Verspätung. Sehe ich hier gar nicht so genau. Steht das hier? Ergebnis ist wahrscheinlich jede Menge Verspätung. Briefing, hier müsste es doch irgendwo stehen. Blockzeit 1 Stunde 26 und ich habe gebraucht 1 Stunde 39, also gute 13 Minuten Verspätung. Naja, dafür haben wir auch eine extra Runde gedreht. Senden wir mal so ab. Ohne Warnung akzeptiert. Dankeschön. Damit ist der Flug erfolgreich beendet. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Like, wenn ihr das gerade auf YouTube seht. Abonniert den Kanal. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das nächste Mal unterwegs bin, dann hoffentlich wieder mal ohne extra Runde. Und ja, ich würde sagen, ansonsten macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.